CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die britische Premierministerin Theresa May hat gestern in ihrer Rede vor dem Unterhaus betont, dass sie einen klaren und ehrgeizigen Plan für die Verhandlungen haben. Eine Partnerschaft, die auf Zusammenarbeit basiert, eine Partnerschaft, die für Europa, Großbritannien und die Welt am besten ist. Denn genau jetzt brauche die Welt, vielleicht mehr als je zuvor, die liberalen und demokratischen Werte Europas, Werte, die auch das Vereinigte Königreich teilt. Kein bestehendes Modell außerhalb der Europäischen Union kann auch nur annähernd dieselben Vorteile und denselben Einfluss wie die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union bereitstellen. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, wer diese Feststellung in dieser Form getroffen hat? Das war niemand anders als die britische Regierung selbst in einem Report von März 2016. Stellt man nur auf die wirtschaftliche Seite ab, und hier legen ja die Briten ganz, ganz großen Wert, so steht fest, dass das Durchschnittseinkommen mutmaßlich bis zu 2,6% schrumpfen wird. Bei dem Bruttoinlandsprodukt geht man sogar von einem Rückgang von bis zu 55 Milliarden Pfund aus. Zurzeit reden sich in Großbritannien noch einige oder vielleicht sogar viele froh. Die vorhergesagten wirtschaftlichen Nachteile nach dem Brexit-Referendum sind bekanntlich nicht eingetreten. Das ist richtig. Aber Großbritannien ist ja noch Mitglied der Europäischen Union, bei vollem Zugang zum Binnenmarkt. Und auf der anderen Seite ist das Pfund Sterling gefallen, sodass eine deutliche Nachfrage vom Ausland hinzugetreten ist. Dann ist es kein Wunder, dass wir zurzeit keine deutlichen wirtschaftlichen Nachteile sehen. Zukünftig mag sein, dass einige protektionistische Maßnahmen der Briten auch im einen oder anderen Wirtschaftsbereich vielleicht sogar Vorteile für das Land bieten. Aber in einer Zeit, in der der internationale Wettbewerb von Tag zu Tag immer wichtiger wird und neue globale Wirtschaftsbündnisse entstehen, ist das, was die Briten auf den Weg gebracht haben, mehr als fahrlässig. Und ich bin der Meinung, es wird auch Zeit, dass die britische Regierung ihren Bürgern endlich mal reinen Wein einschenkt. Wohlklingende Sätze wie: Wir werden ein wahrhaft globales Großbritannien. Wir bekommen unsere eigene Souveränität zurück. Wir machen aus dem Brexit einen Erfolg. Jedem wird es nach dem Brexit besser gehen. Sind nicht nur fromme Wünsche, sondern auch leere Phrasen, die durch nichts belegt sind und eigentlich genau das Gegenteil von dem aussagen, was alle Wirtschaftsexperten vorhersehen. May wiederholt in ihrem Brief immer wieder, ich habe es nicht gezählt, aber an vielen Passagen tauchen diese Wörter auf. Sie strebt eine neue und tiefe Partnerschaft mit der Europäischen Union an, und zwar in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Wenn man aber genau hinguckt, dann lässt der Brief den zwingenden Schluss zu, dass Großbritannien eine Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit nur verfolgt und dem Ganzen auch nur zustimmen wird, wenn wir im Bereich der Wirtschaft ein Abkommen finden. Das ist ein äußerst primitiver Erpressungsversuch. Und ein derartiges Vorgehen, meine Damen und Herren, in der aktuellen Sicherheitslage, gerade bei der Terrorerfahrung Großbritanniens, man kann kein Verständnis dafür haben, und das wird auch nicht die britische Bevölkerung haben, dass man nicht jede Möglichkeit nutzt, hier die Sicherheit zu stärken und gegen Terrorismus und gegen sonstige Schwerverbrecher intensiv und möglichst effektiv zu arbeiten.
An anderer Stelle betont May, und ich glaube, da sind wir auch alle auf ihrer Seite, wenn sie es denn ernst meint, über die Rechte der Briten in den anderen EU-Mitgliedstaaten und von EU-Bürgern in Großbritannien müssen wir möglichst früh eine Vereinbarung treffen. Die aktuelle Situation ist für die Betroffenen sehr, sehr anstrengend, teilweise bis zum Grad gesundheitlicher Beeinträchtigung. Menschen dürfen an dieser Stelle nicht zur Verhandlungsmasse werden. Wenn wir der Meinung sind, wir teilen gemeinsame Werte und die Menschen stehen im Mittelpunkt, dann müssen wir alle ein Interesse haben, hier möglichst frühzeitig ein Ergebnis zu erzielen, eine Vereinbarung, damit die Betroffenen auch wissen, dass sie in den jeweiligen Ländern bleiben können und dass sie sich auf uns verlassen können. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien werden beginnen, sobald die Leitlinien stehen und das Verhandlungsmandat erteilt ist. Niemand weiß den genauen Zeitpunkt, aber wir gehen mal so von Juni bis Juli aus. Und wir können davon ausgehen, dass die britische Regierung nicht soft verhandeln wird. Sie wird, und das ist legitim, jede Gelegenheit nutzen, um ihre Position zu verstärken. Wir müssen darauf achten, dass die Verhandlungsposition der Europäischen Union stark ist und stark bleibt. Ich empfand das als sehr vorbildlich, und das hat auch bereits Stärke bewiesen, dass weder EU-Institutionen noch Mitgliedstaaten im Vorfeld Vorverhandlungen aufgenommen haben. Je geschlossener wir auftreten, umso größer ist die Schlagkraft. Es ist sehr wichtig, dass die Verhandlungsführung alleine bei der EU-Kommission, alleine bei Michel Barnier liegen wird. In diesen Tagen wird viel darüber gesprochen, dass man Großbritannien in den Verhandlungen zeigen müsse, dass sich ein Austritt nicht lohne. Es dürften auch keine Anreize für andere Länder geschaffen werden. Aber, meine Damen und Herren, das Land hat sich durch die Brexit-Entscheidung bereits selbst bestraft und ins Abseits gestellt. Bereits dies ist das abschreckende Beispiel, dass anderen Mitgliedstaaten den Appetit auf einen Exit völlig verdirbt. Mit Großbritannien werden wir auch zukünftig freundschaftlich verbunden sein. Deshalb dürfen wir Großbritannien auch nicht schlechter behandeln als jedes Land, das mit der EU eine Zusammenarbeit anstrebt. Und es gibt sie noch, die Britenhasser, die Großbritannien schnell und schmerzhaft aus der EU rausschmeißen wollen. Glaubt denn jemand, dass François Hollande seine Meinung geändert hat, der nach dem Referendum davon sprach, ich will britisches Blut sehen? Auf der anderen Seite dürfen wir Großbritannien aber auch keine Zugeständnisse machen, die wir anderen Nicht-EU-Ländern auch nicht zubilligen. Beispiel: Mit der Schweiz hat die EU viele, viele bilaterale Abkommen geschlossen. Obwohl die Schweiz sich zur Übernahme der Arbeitnehmerfreizügigkeit verpflichtet hat, ist sie im Banken- und Dienstleistungsbereich leider nur zu ca. 20% beteiligt und hat hier keinen vollen Zugang. Wie soll es da möglich sein, dem Vereinigten Königreich den vollen Zugang zum Banken- und Dienstleistungsbereich zu geben, wenn es das europäische Recht und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht akzeptieren will? Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, viel Arbeit liegt vor uns. Viele Fragen sind zu klären. Ein großer gordischer Knoten ist zu lösen. Wenn alle ein echtes Interesse an einer guten und engen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union haben, bin ich von einem positiven Ausgang der Verhandlungen überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Seif. Als Nächster hat das Wort Alexander Ulrich von der Fraktion Die Linke.